Hallo und herzlich willkommen. Es gab ja schon ewige Zeiten kein Messervideo mehr, aber heute gibt es wieder ein Messervideo. Und so wie ein guter Kollege von den Camping Cowboys immer zu sagen pflegt, das Messer muss immer am Mann sein. Egal, ob man widerspenstige Verpackungen öffnen muss oder gefährliche Raubtiere töten muss bzw. sich dagegen verteidigen muss. Und heute dreht sich alles um das Spyderco UK PK, eins meiner absoluten Lieblings-EDCs. Das Spyderco UK PK United Kingdom Penknife begleitet mich eigentlich schon eine ganze Zeit. Ich bin leider Gottes noch nie dazu gekommen, jetzt ein Video drüber zu machen, aber hier ist es. Ein wunderschönes Messer, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr praktisch. Ich bin persönlich nicht so der große Fan von Spyderco. Ganz einfach, die Optik ist jetzt nicht so meins. Aber da ist es halt auch wie mit dem Essen, entweder einem schmeckt's oder einem schmeckt's nicht. Messerstahl hier, CTS BD1N Stahl in einem schönen Flachschliff. Also Flachschliff ist ja auch immer ein absolutes Schneidwerkzeug. Daher von der Stabilität her nicht wirklich geeignet, um große Schnitzarbeiten oder sonst irgendwas zu tun. So einen kleinen Stecken, wie ich hier gerade angespitzt habe, um den Leoparden, kein Tiger, zu töten, ja, oder mich zu verteidigen, was auch immer, reicht's aus. Aber Holz spalten oder choppen oder sonst irgendwas würde ich jetzt mit diesem Messer nicht. Gut, Griffschalen G10. Ich bin großer Fan von G10. Manche finden es von der Optik her nicht so hübsch. Gut, ein richtig schöner Holzgriff ist natürlich ganz was anderes. Aber G10 Griffschalen, unglaublich robust und unglaublich widerstandsfähig. Rostet nicht, schimmelt nicht, bla bla bla, alles mögliche. Gefällt mir sehr gut. Wir haben hier ein Slipjoint-Messer. Also man sieht schon, geht auf. Und das Schöne bei den Slipjoint-Messern ist, dass sie A nicht verriegeln. Also man kann sie ohne Probleme öffnen und schließen. Was ich immer ganz gern habe bei den Slipjoint-Messern, ist hier unten, dass man das vom Griff her, der vorderste Finger, immer noch die Klinge ein bisschen mithält. Finde ich ganz praktisch, finde ich ganz gut. So fühle ich mich auch sicher. Es gibt auch Slipjoint-Messer, die haben das nicht. Da habe ich mir auch schon mal richtig in den Finger geschnitten. Und das ist nicht lustig. Also ich gucke immer bei den Slipjoint-Messern, dass hier vorne ich die Klinge mit festhalten kann. CTS BD1N habe ich schon gesagt. Rockwill-Stärke von 63. Leider Gottes gibt es für diese Messer keine Scheide und auch keinen Beutel oder sonst irgendwas, wo man es reintun kann. Aber dafür hat das Messer einen Clip hier vorne dran. Der ist auch gut umsetzbar auf die andere Seite, also sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet. Gewicht habe ich schon gesagt, 50 Gramm? Habe ich schon gesagt? Nee, 50 Gramm. Also dieses Messer ist ein wirkliches Leichtgewicht. Normalerweise habe ich immer Messer dabei, die wiegen so um die 100 Gramm aufwärts. Also die merkt man schon in der Hosentasche. Hier das Spyderco UK PK merkt man eigentlich überhaupt nicht, dass man es dabei hat. Das ist sehr, sehr gut, gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allem ein kleines Messer, wenn man es in der Hosentasche trägt. Ich zeige es mal kurz. Es ist auch wirklich unauffällig. Man sieht hier nur diesen kleinen Clip. Könnte auch ein Kugelschreiber sein oder sonst irgendwas. Flachschliff heißt ein absolutes Schneidwerkzeug. Alle Messer mit Flachschliff sind super, um Schneidarbeiten auszuführen. Wir haben hier eine Klingenlänge von 7,4 cm. Geschliffen vorne, die Schneide ist 6,6 cm. Ganz geöffnet 17,4. Klingenhöhe 2,8. Gefällt mir sehr gut.
Ich habe es oft dabei, vor allem wenn ich jetzt, also hier draußen eigentlich Quatsch, ja, würde ich es jetzt nicht mitnehmen, aber wenn ich zum Beispiel in der Stadt unterwegs bin oder meinen Biergarten gehe oder sonst irgendwas, EDC, Everyday Carry, immer dabei, Messer, immer am Mann. Wir haben einen Schleifwinkel von 19 Grad, ich habe das damals ausgepackt und es kommt schon gut scharf an, also ganz ehrlich. Da kann man nicht meckern. Ich habe jetzt leider nichts dabei, um einen Schnitttest zu machen. Wäre in dem Falle auch ziemlicher Quatsch, weil ich das Messer schon mehrfach nachgeschliffen habe. Wie gesagt, ich habe es schon ein bisschen länger. Und von daher Blödsinn jetzt halt hier. Das hätte man direkt aus der Verpackung machen müssen. Das UKPK liegt sehr, sehr gut in der Hand. Also ich, Handgröße hier. Große Hände, naja, eigentlich eher mittelgroße Hände. Ich habe Handschuhgröße 7,5-8 und es liegt aber trotzdem sehr gut in der Hand. Es liegt auch darin, dass der Fingertipp vorne kann man gut reingreifen und die Klinge festhalten. Also auch für große Hände geeignet und ich sage es nochmal, 17,4 cm und trotzdem nur 50 Gramm. Das ist eigentlich wirklich super und das war das ausschlaggebende Kaufkriterium für mich, um mir dieses Messer zuzulegen. Ich wollte einfach auch ein sehr, sehr leichtes Messer haben, das ich in der Hosentasche gar nicht spüre. Preislich sind wir hier eher im mittleren Segment, also hier dieses Messer kostet 65 Euro und das finde ich von der Preis-Leistung eigentlich relativ gut, was man dafür kriegt. Also da gibt es überhaupt gar nichts zu meckern und das Messer, ich habe schon länger dabei, tut einfach seine Arbeit. Also jetzt muss ich mal gucken, hier so ein kleines Steckerl, also hier so kleine Schnitzarbeiten kann man damit auf jeden Fall machen. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass es total pimmelig ist und hier nur quasi zum Schneiden gedacht ist, also schnitzen kann man damit schon auch. Von der Stabilität her, man merkt schon, da spielt das Gewicht auch eine Rolle, also die Klinge ist nicht hundertprozentig fest, dafür sitzt sie wirklich sehr schön mittig, also hier. Also Klingenspiel ein bisschen aufgrund der Materialien bedingt. Naja gut, wenn du 50 Gramm hast und du willst so viel Gewicht einsparen wie möglich, dann halt, kommen solche Sachen dabei raus. Aber EDC, super. Und das war es auch schon wieder. Kurz und knapp gesagt von den Camping Cowboys. Eine absolute Kaufempfehlung. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und jetzt muss ich mir mal kurz überlegen, ob ich den armen Leoparden-Dieger nicht vielleicht doch von seinem Spieß runterhole und verarzte und mal schauen, ob ich ihn retten kann. Zum Schluss mache ich für euch noch ein paar schöne Aufnahmen vom Messer, damit ihr das auch in Großaufnahme seht. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.